Hallo und herzlich willkommen bei How to Survive 2. Wieder zurück in die Mission, nachdem es jetzt mal disconnected hat. In der Zeit hat Arcanes rausbekommen, für was für Plattform es insgesamt Sonic-Titel gegeben hat. Also das gab es einmal für den Sega Mega Drive, Sega Systeme generell, Sega Starcrate. Das waren dann so die Handhelds oder wie? Was war das? Ja, scheinbar auch. Ich weiß nicht, was Sega 32X ist. Oder Sega Pico und Sega Saturn. Aber ja. Es gibt jede Menge. Ah, jetzt ist er ganz aus. Also es war auf jeden Fall ein Sega-Titel anfangs, logischerweise, ja, wie wir gesagt und dann haben. Gibt's das noch für Nintendo GameCube, gab's noch welche, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox. Also die Was haben ist das ein überall Game Boy gewesen? Was ist ein Game Boy gewesen? Ein Game Boy? Willst du mich verarschen? Nintendo, das erste, oder? Nintendo, ja, ja. Ja, ich weiß, was Nintendo ist. Mir ging es jetzt darum, dass es von Nintendo war. Das heißt, ja, der war von Nintendo, Nintendo war dann im Endeffekt auch der Game Boy, der erste Plattform, auf dem schon Sonic rausgekommen ist. Was kam danach? Nach Nintendo? Damit also ist es ja schon Game der Boy Übergang. Der Game Boy Advance ist ein bisschen älteres Modell. Das ist nicht das erste, sondern... Nee, ja. ich kenne die einzelnen Plattformen. Aber dann hat sie ja im Endeffekt da schon den Überschwung gemacht von der reinen Sega-Plattform rüber zu Nintendo. Ja. Ja, und zu PlayStation und Xbox und Nokia N. Was zum Teufel? Okay, alles klar, also was? Nintendo DS gab's das auch, dann auf der PlayStation Portal, der PlayStation 3, der Xbox 360, Nintendo Wii, 3DS. Also war es von Anfang an einfach kein plattformeigener Titel, sondern sie haben ganz, schon immer weit ganz, gestreut. Ganz am Anfang war es eigentlich Sega und dann haben sie es ja scheinbar aufgeteilt auf ein bisschen. Also wir sind eigentlich fertig, gell? Ja, ja, aber wir kriegen ja dann auch noch was, wenn wir die looten. Ach so, deswegen ballerst du die teure Munition durch die Gegend. Ja. So, da hinten sind auch noch mal Heilpflanzen. Heilpflanze. Genau, meine. Ich hab die zuerst gesehen. Gut, dann nehme ich das Wiesenweißchen. So, und damit dürfen wir jetzt auch in der Straße nämlich durch sein. Wir sind hier komplett. Ich bin im Haus. Ja, ich gehe hier auch gerade ins Haus. Nee, ich bin durchs Fenster aus Versehen reingesprungen, so, wie der Zombie nach draußen gekloppt hat. Boah, da steht ein Dicker im Flur. Ich weiß, den habe ich auch schon gesehen. Okay, ich hab ihn. Die machen den hier nach und nach schon die Türen kaputt. Ja, die machen alle Türen platt. Lustig, ne? Geht der jetzt nicht finishen? Ach nee, der ist schon tot. Geht der finishen, ja, nachdem er tot ist? Ja, was machst du da? Lass mich doch mit der Axt durchschauen. Mit der Sense. Ah, haut er mir ins Kreuz. Ich sag dir, lass mich doch mit der Sense draufhauen. Du rennst aus dem Raum raus. Ich schwing die Sense und du rennst wieder rein. Nein, ich habe lediglich geschlagen und das war der Schlag in die entgegengesetzte Richtung, weil die Maus halt unterhalb von meinem Charakter war. Aber ich bin draußen. Halt nur. Ja, danke. Genau. So, momentan stabilisiert sich auch mein Internet irgendwie komischerweise wieder. So. Brauche wahrscheinlich schon ein paar Sekunden, um dann wieder rauszukommen. Genau, ich denke, damit haben wir Sonic. Wir haben dann noch die Titel, oder eher gesagt, haben wir noch das Thema mit dabei Steam. Nachdem ja No Man's Sky so gefloppt ist, was ja, denke ich mal, jetzt schon jeder weiß, war es mit ein Grund, weil No Man's Sky war ja echt angekündigt und hat echt Sachen versprochen, die ja in keinster Art und Weise umgesetzt wurden. Nur zumindest sagt man dann auch, okay, sie haben Sachen oder sie haben Aussagen getätigt, die sie nicht so oder die bei den Zuschauern hätten anders ankommen können, wie sie es eigentlich auch selbst geplant hatten. Aber ich denke, da ist ja natürlich dann auch eine gewisse Absicht hinten bei zu sagen, okay, wir präsentieren unser Spiel in einer Art und Weise, was einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit erregt. Genau, ist ja auch... Oh, hier unten beim Lager ist... Oh, hier ist ein Hirsch. Ja, der Hirsch ist gehört, in die Falle gelaufen. Ich habe zweimal getroffen. Ich habe beim anderen Mal hatte ich dann einen toten Hirsch einfach liegen gehabt. Den habe ich direkt looten können vor den Fallen. Okay. Also hier ist jetzt echt viel Blut. Ach, hast du ihn bekommen? Nein, ich habe hier Zombies gekillt. Ach so, aber die Blutspur geht auch hier lang.
Ja, der war hier oben, aber ich habe nicht auf ihn geschossen oder so. Es waren nur Zombies, die ich hier alle gemacht habe. Okay. Weil hier ist noch ein Blutfleck von ihm. Siehst du ihn hier? Ja, nee, das ist der Hase, den ich eben angeschossen habe. Ach so, okay. Genau, und ein Grund eben war auch, dass No Man's Sky so extrem Werbung gemacht hat. Und da hat jetzt Steam gesagt, alles klar, es wird anscheinend so ausgenutzt, dass ihr Spiele anpreist, die in keinster Art und Weise dann später so den inhaltlich sein müssen, wie sie eben angepriesen werden, dass sie das dann jetzt verboten haben und haben gesagt, keine Artworks mehr, auch keine verschönigten Screenshots, sondern nur noch die reinen Screenshots aus den Spielen. Das ist natürlich dann die Frage, wenn ein Spiel noch nicht, also wie man es halt ausnutzen krass. Kann. Bist du wieder zurück? Kann ja dann Ubisoft, kann ja gar kein Spiel mehr zeigen. Ja, vor allem ist die Frage, ja. wie krass wird es ausgenutzt, dass dann später einer hingeht und sagt, okay, das Spiel ist noch gar nicht veröffentlicht und somit kann man auch nicht nachprüfen, was sind denn jetzt eigentlich die In-Game-Screenshots. Du kannst ja dann trotzdem alles auf den Markt bringen, weißt du? Weil du kannst es nicht nachkontrollieren, das Spiel ist noch nicht draußen, du musst es vielleicht vorbestellen. Also kannst du ja doch eigentlich Bilder verwenden, wie du willst. Beim jedes Foto, was gezeigt wird, selbst jeder Screenshot wird eigentlich nochmal nachbearbeitet. Logisch, ja. Hast du die Farben hochgedreht, irgendwas noch ein bisschen bearbeitet, aber passiert bei jedem Bild. Ja, wahrscheinlich werden sie es auch so machen, dass sie einfach inhaltlich Funktionen und ähnliches dann nicht mehr gefaked werden können. Wie ja am Anfang jeder davon ausgegangen ist, dass man in No Man's Sky beispielsweise mit anderen zusammen in einem Christoph! Ist das dein Ernst? Du hast den Zombie zu den scheiß Fallen gelockt, während ich drin gestanden habe. Ich bin eigentlich vor dem Hirsch bin ich geflohen. Da ist doch gar kein Hirsch, schwätzt da nicht. Hier ist ja auch kein Hirsch. Sollen wir mal einen Meter runtergehen? Boah, hätte ich eine Pistole dabei, hätte ich erschossen. Dann hätte ich dich gerade liegen lassen beim nächsten Mal. Guck mal, hier war der Kackhirsch, der mit runtergesprungen ist, ja. Ich sehe hier keinen Hirsch. He spawned. Du, wie er selber dabei lachen muss. Ja, weil er wahrscheinlich keine Ahnung, wo er hin ist, aber er ist hier, ist er gespawnt. Guck ihn dir einfach im Stream an. Ja, ja. Dass ich mich immer mit dem Stream noch wehren muss, ey. Ja, ja, weil wir dich kennen. Ich war ja am Arsch. Ich nehme das ab sofort auch alles noch extra auf und schütte ich es rüber. So, mit dem Handy nebenbei. Nein, einfach. So wie Peter auch aufnimmt. Ich denke einfach, dass es darum geht, dass man keine Funk. Weil bei No Man's Sky hat ja jeder gedacht, man könnte dann zusammen mit dem anderen das Universum erkunden und die einzelnen Planeten abfarmen. Und zum Schluss war es ja so, dass der tolle. Oh, ein Killerhase und ich habe nur noch ein Fünftel Leben. Schnell hoch. Komm hoch. So, und dass man zum Schluss des Multiplayer sich darauf bezogen hat, dass man Planeten einen Namen geben konnte und andere Leute den Namen gesehen haben. Es ist aber für mich in keinster Art Planeten und Weise ein Multiplayer. Wenn du als erstes entdeckt hast, hast du benennen dürfen. Ja, aber das ist doch in keinster Art und Weise ein Multiplayer. Sorry, in keinster Art und Weise. Dass sich der Multiplayer darauf bezieht, dass du Planeten einen Namen geben kannst und die anderen sehen den gleichen Namen. Das ist ein nettes Feature, aber das versteht man nicht unter Multiplayer. Ist halt voll lame. Und deswegen haben sie halt gesagt, wahrscheinlich, okay, alles klar. Nur noch Screenshots aus dem Game wirklich raus, dass die Leute eben nicht verarscht werden. Problem bei No Man's Sky war, das war eigentlich ein Indie-Game. Das hätte man für 20 Euro verkaufen müssen. Ja, aber selbst dann hättest du doch nicht davon absehen können, dass das Spiel einfach saulame ist. Ja, dann hätten die auch nicht so viel versprechen müssen. Ja, weil genau. Sony hat das Spiel ja mega groß gepusht, weil als die ersten Bilder gezeigt wurden, sah das Spiel ja auch super aus. Ne? War halt auch nur eine Tech-Demo und vielleicht nur ein Level oder so. Was sie da geplant hatten. Wie viele Leute waren das? 15 Leute? Aber diese unglaublich großen Welten, unendliche Welten, die sie selbst generieren, das ist halt ein mega komplexes Ding, wo einfach mehr Leute, glaube ich, mitarbeiten müssten, als großes Spiel zu verkaufen. Das ist halt im Endeffekt groß verkauft worden, war aber ein Indie-Game und ich glaube, diese Firma war dann auch selbst ein bisschen überwältigt, einfach eine Resonanz.
Weil einfach so viele Leute das dann bestellt hatten schon. Und dann kam natürlich, vielleicht hatten die das alles geplant. Ja, aber ich kann doch Multiplayer kein... und so weiter. Ja, aber wenn ich einen Multiplayer ankündige, kann ich doch nicht einen Singleplayer rausbringen und dann nicht den Multiplayer innerhalb von einer Woche nachpatchen, sondern erstmal warten und sagen, okay, es wird wahrscheinlich gar keinen Multiplayer geben. Ey, es geht halt einfach nicht, weil ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, ich habe einen Titel und ich sage, wir werden einen Multiplayer implementieren, aber jetzt noch nicht. Aber dann kann ich nicht einfach das Spiel auf den Markt bringen und dazu kein Statement geben. Und weißt du, die Leute, also ganz ehrlich, ey, das hat man sich doch an der Hand ablesen können, das 1 und 1 zusammenzählen, dann weiß man, okay, das Ding ist ein Flop. Ja, vor allem, aber die Sache ist, eine Rechnerkapazität das gebraucht hätte, wenn du alle Mitspieler hast und du kannst dich gegenseitig sehen und die Welt ist so riesengroß. Das hat doch gar nichts. Du lädst doch nicht die ganze Welt, du lädst da auch nur einzelne Chunks, wenn man so benennen kann, wie bei Minecraft. Dann brauchst du aber auch sau viele Server, die ganz immer shit. Schon wieder so ein Killerhase. Ja, aber andere MMOs machen es doch auch. Das hätte ja Sony zurechtstellen können, das wäre ja kein Problem gewesen. Und die Rechenleistung ist ja auch kein Problem. Ist ja jetzt nicht so, dass du hier ein Spiel hättest, was fünfmal so hohe Qualitätsansprüche hätte, wie irgendein anderes, wie die besten Games auf dem Markt. Also es ist jetzt nicht so, dass es die Rechenleistung überkapazitiert, wenn man einfach nur drei andere Spiele noch auf dem Server drauf hat. Ich meine, man hätte ja auch einfach lokale, also so selbst Server aufmachen können, wie bei anderen Spielen, und dass man auf einem Planeten startet oder auf einer Station und dann zusammen losfliegt, ne? Ja. Das wäre für mich spannend gewesen. Definitiv, ja. Aber als ich die Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die ganze Zeit da alleine von Planet zu Planet, und macht man da überhaupt? Ja, wofür macht man das alles? Also geflasht hat es die Leute am Anfang ja schon, so wie man es bekommen hat. Also ich habe mit einigen mich unterhalten, die gesagt haben, das Spiel ist saugeil und man kann da voll viel machen, man kann die verschiedenen Materialien abbauen, und schon nach einer Woche haben die Leute schon gesagt, ja, aber irgendwie ist es immer dasselbe, immer sieht jeder Planet aus wie der andere, und ich weiß auch eigentlich gar nicht, warum ich den ganzen Scheiß hier abbaue, ich baue ihn halt ab, weil er da ist. Wow. Und war da nicht auch noch ein Problem mit dem Bauen einer Basis, dass du, wenn du einen Fehler gemacht hast, wieder neu anfangen musstest, weil das sonst nicht mehr miteinander irgendwie gepasst hat? Okay, das weiß ich nicht. Also so intensiv. Also das haben die Leute nicht gesagt, und gespielt habe ich es ja auch nicht. Ich weiß nur, dass die Leute halt echt nach kürzester Zeit die Motivation schon vollkommen dran verloren haben, weil sie gesagt haben, es ist absolut, absolut redundant, was man die ganze Zeit macht. Und man weiß auch nicht, warum man es macht. Und man muss dem Spieler schon irgendwie einen Sinn geben, warum man überhaupt gewisse Tätigkeiten in dem Spiel macht. Ja, ich hab ihn erlegt. Man, Großwildjagd mit Maschinengewehr ist einfach einfacher als mit dem Gewehr. Ich hab den Hirsch gerade erschossen, indem ich den Maschinengewehr draufgehalten habe, einfach in die Richtung. Ey, nicht töten, danke. Und man hat jetzt eben, um aufs nächste Thema, weil ich glaube, dass bei dem Steam, da kann man nicht allzu viel sagen, außer dass es halt... Oder habt ihr irgendeine... Habe ich bisher einen Titel mitbekommen? Ja, warum Steam das jetzt überhaupt macht, ist, weil die haben ja das dann angeboten, den Leuten das Geld zurückzugeben, ne? Ja, aber das Problem ist ja... Also ich denke, das Problem ist einfach, dass es so viele Early Access gibt, die damit werben, so absolut geil zu sein. Und das kannst du ja auch machen. Du kannst ja jeden Early Access-Titel mit einfachen Bildern, die du am PC komplett erstellt hast, so in den Himmel hypen, dass Steam wahrscheinlich einen riesen Aufwand hat, diese ganzen Rückerstattungen zu transferieren. Du musst dir überlegen, was das für ein riesen Aufwand für Steam ist, wenn durch die ganzen Fake-Anzeigen da, keine Ahnung, 30% oder... Weil es gibt ja momentan ewig viele Early Access, und die werden mit Sicherheit einige Transaktionen am Tag haben. Und dass sie dann einfach sagen, da wollen sie einen Riegel vorschieben, fuck, ich bin down. Da ist der Hirschspieler, Dreckvieh. Ja, vielleicht hast du das irgendwie im Zusammenhang gelesen, oder hast du dir selber gedacht? Nee, also es ist, ich habe ja die Newsseiten gelesen von diversen Plattformen, und da war überall drin, dass es natürlich nicht ausschließlich wegen No Man's Sky ist, aber No Man's Sky ist ein Grund gewesen, weshalb sie es jetzt umgesetzt haben, weil sie gesagt haben, okay, das ist das beste Beispiel dafür, ein Spiel, was tierisch gehypt wurde, wo auch entsprechend viel
präsentiert wurde, was später gar nicht umgesetzt wurde im Spiel. Und deswegen haben sie gesagt, das ist mit ein Grund, das jetzt so umzusetzen, damit man da eben den Riegel vorschiebt. Ich meine, da können wir auch direkt weitergehen und um Hype von Spielen reden. Weil jetzt gerade wurde vor ein paar Monaten der erste Trailer zu einem Spiel gezeigt, das es noch in keinster Weise gibt. Das No Man's Stranding. Ja, Mann. Konami. Gibt okay. Noch gar nichts zum Spiel. Die haben gesehen. Einfach Norman Reedus von Walking Dead, der da nackt am Strand steht. Und ich glaube, Wale liegen überall im Hintergrund und er steht einfach da und ja, gibt die Stimmung wieder, aber es ist halt Gameplay-Trailer, kein Grafik-Trailer. Sonst ist da nichts, der steht, das ist einfach so ein Einspann, der Typ steht am Strand, ein paar Wale im Hintergrund und fertig. Ja, es ist schon ein bisschen mehr, also ich kann das nicht so gut beschreiben, wie der Trailer ist. Und also, damit wird das Spiel angeworben. Es gibt schon ganz gute Stimmung wieder, aber ob das am Endeffekt, wenn das Spiel in 3-4 Jahren rauskommt, wirklich so ist, ist die Frage, ne? Ja. Aber das hat jetzt schon mal einen Hype aufgebaut, ne? Die Leute wissen davon, suchen vielleicht jede Woche, jeden Monat mal nach einem Update, was gibt's dazu und so weiter. Dadurch, dass das jetzt schon im Kopf ist, gibt es bestimmt jetzt schon Leute, die sagen, ja, ich kaufe mir das auf jeden Fall. Weil es Norm Reedus im Spiel hat. Weil es von, Jesse Konami, Mann. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wie sollst du dann überhaupt noch mit einem Spiel? Dann müsstest du ja auch Trailer verbieten. Dann dürftest du ja auch in keinem Spiel Trailer verbieten, weil der Trailer selber ja nicht Ingame-Grafik ist. Ja, aber es gibt ja. Das ist aber jetzt nur ein Trailer, um eine Stimmung wiederzugeben, nicht um das Spiel zu zeigen, ne? Ja, aber aus meiner Sicht geht es darum, dass du die Ingame-Grafik und Ingame-Features nicht falsch bewirbst. Dass du da Trailer reinsetzen kannst, wie du Bock hast, glaube ich, das wollen sie nicht verbieten, sondern sie wollen einfach nur verbieten, dass du hingehst und Spielinhalte falsch darstellst, die später nicht... Was ist denn jetzt los? Ah da, ich habe doch festgeklebt. Die später definitiv nicht eintreffen werden. Ja, aber ich finde, dieser Hype um No Man's Sky hat No Man's Sky einfach kaputt gemacht. Weil ja, und die Ankündigung, die sie selbst gemacht haben. Also der Hype ist ja nicht von sich aus entstanden, sondern den Hype haben sie ja selber auch mit angestachelt. Ja, ich meine, wenn man das erste Video sieht von No Man's Sky, dann irgendwie ein Vergleichsvideo, dann sieht man schon so kein komplett anders, ne? Ja. Definitiv. Machen wir jetzt eigentlich noch eine Mission, oder? Ich bin gerade am Heilpflanzen farmen. Ja, wir machen aber gleich gerne nochmal. Wir machen gerne nochmal eine Mission, aber ich spreche überhaupt nichts dagegen. So, aber es kommt mir so vor, als ob ich bei meinem Farmen mehr sterben würde, als dass ich Heilpflanzen finde. Das ist natürlich nochmal eine Nummer schlechter und schön, dass Josh wieder raus ist. Ist gerade wieder geflogen. Ah, okay. Jetzt wollte ich nämlich auch gerade nach diesem einem Spiel fragen, was wir auch gesehen haben, das werde ich mir auch definitiv holen. Das ist auch so ein Ei, da bist du ja wieder. Ist das auch ein gehyptes Spiel oder was? Noch nicht. Welches? So. Christoph hat irgendein Spiel gefunden, was er mir glaube ich auch schon mal geschickt hatte. Nee, die habe ich glaube ich noch nicht geschickt. Ich meine, dieses eine Zombie-Survival-Spiel, wo du mit dem. Der Typ fährt mit dem Motorrad dahin und dann kommen über diese Megamassen an Zombies, die hinterher rennen. Ist gone. Ja. Wann kommt das? Soll rauskommen? Ja. Nächstes oder übernächstes Jahr. Also, das hast du halt auch noch nicht so gehabt, finde ich, dass ihr halt Zombies hinterherlaufen, ja. Viele Zombies hinterherlaufen, nö, ab und an mal. Aber eine solche Masse. Ja, nein. solche Masse noch nicht. Das sind regelrechte Wellen an Zombie-Leichen, die hinterher rennen. Und die rennen aufeinander, übereinander, stapeln sich hoch und kommen über Barrikaden drüber dann, ja. Das ist eigentlich auch mal ganz geil. Und du siehst, der Typ dreht sich rum, Maschinengewehr und hält volle Kanne drauf, dann fallen die vorne hin, dann werden die ein bisschen langsamer, dann kann wieder ein Stück weiter wegrennen. Aber wenn es wirklich von der KI her gut umgesetzt ist, kann ich mir vorstellen, dass da was. Dass sie diese Massen gut umsetzen können. Das hoffe ich. Das hoffe ich einfach. Wenn natürlich am Ende das. Man weiß ja nicht, was am Ende rauskommen wird, aber ja.
Ist euch mal aufgefallen, dass euer Kopf im Dunkeln voll leuchtet, wenn ihr mal die Taschenlampe ausmacht? Der Kürbis. Meinst du in echt oder im Spiel? Der Kürbis. Also so krass viel habe ich heute noch nicht getrunken, dass ich anfange zu leuchten. Oh, ich bin an unserer Base vorbeigerannt. So, ich versuche es jetzt nochmal. Ich höre hier im Keller geschossen, wenn noch nicht. Ja, ey, hier geht's übelst ab gerade draußen. Boah, ich bin extra in den Bunker gegangen. Oh, hier sind auch Nightcrawler! Boah, die werden gerade voll zerfleischt von unseren Fallen. Dann lass mal in eine Mission gehen, sonst gehen die Fallen so down. Boah, krass. Hier gab's gerade mal voll die Schnitzelei. Ja, ich muss es erst reparieren, die haben nur noch 900. Nike. Boah, da kommt der nächste. Wieder Nightcrawler. Hä, wo ist denn der? Da oben bei uns in der Base? Hast du oben auch nochmal eine Tröte aufgebaut bei uns in der Base? Nee. Letztes Mal, dass ich auf einen Hype reingefallen bin von dem Spiel, das war Division. Da hatte ich vor zwei Jahre vorher den Trailer gesehen. Gedacht, geil, das wird das beste Spiel ever. Dafür kaufe ich mir die PlayStation 4. Und ich werde das Spiel für immer spielen. Als dann die Beta rauskam und die ersten Bilder von den richtigen Spielen, habe ich gedacht, Weißt du noch die Explosion, diese Brandflecken auf dem Auto, wenn du dran gegangen bist, die Brandflecke war auf dir auch. Bei The Division oder was? Ja. Also ich weiß, dass wir mit dem Spiel ja angefangen haben, hier den Channel zu erstellen. Ich fand das Spiel gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Sorry, also ich fand es gar nicht mal verkehrt. Was mich nur geärgert hat, ist, dass es nach den ersten 3 Wochen langweilig wurde, weil es nichts Neues war. Geh da und dahin und töte die 3 Gruppen. Fertig. Du hast 3 Gruppen gehabt, 3 Gruppen als Gegner und die musstest du plattmetzeln jedes Mal und das war's im Endeffekt. Ja, ich weiß nicht, haben sie das jetzt überhaupt noch umgesetzt, dass du mit dem Tablet einsteigen kannst, die Drohne fliegst und Leuten sagen kannst, wo die Gegner sind? Das war schon schnell wieder raus. Das war eigentlich ein Grund, warum man es sich geholt hat. Apropos, mein Profil wurde gelöscht wieder. Beim Spiel hier. Ernsthaft, das komplette Profil gelöscht? Ja, ich habe keine Ahnung. Log dich nochmal aus und log dich nochmal ein. Okay. Ich habe mich auch gerade gedacht, warum hast du eigentlich keinen Kürbis?